liebe Arche-Noah-Freunde, wir zeigen Ihnen heute kein Krimi, sondern wir besuchen das Diensthundezentrum im Dübendorf, wo Hunde zum Schutz- und Drogensuchdienst ausgebildet werden und wo Sie und Ihre Hundeführer alljährlich einen einwöchigen Wiederholungskurs zu absolvieren haben. Wir verfolgen ein paar Einsatzübungen vom heutigen Kurstag mit und lassen Sie uns vom Dienstchef Reimar Juchli und seinem Stellvertreter Peter Bachmann kommentieren. Das Diensthundezentrum in Dübendorf ist bis heute das einzige in der Schweiz. Es verfügt über einen grossflächigen Trainingsplatz, über helle Schul- und Theorieräume, Unterkünfte für Kursabsolventen und ihre vierbeinigen Begleiter. Natürlich fehlt auch ein gemütlicher Aufenthaltsraum nicht, wo das Problem vom Kurstag zu Abend bei einem Glas Bier oder bei einer Tasse Kaffee ausgiebig besprochen werden könnte. Einzige Vielangestellte kümmern sich ausschließlich um die Hunde, Zwinger und um die Boxen. Der Batzen, Instruktor im Diensthundezentrum, zeigt Ihnen mit seinem Hund, mit dem Polo von Parisi, einen Hund von einem Züchter aus der Region. Der Hund ist mitten in der Ausbildung und Sie werden sehen, dass er seine Aufgaben schon recht gut erfüllt. Es ist ein aufgestellter Hund, was ihm meistens sehr viel Spass macht. Und immer wieder ganz intensiv Beziehung zum Hund pflegen, ihn streicheln, beruhigen. Sie sehen, das ist ein sehr temperamentvoller Hund und der Führer muss ihn eigentlich eher bremsen, dass die einzelnen Hindernisse wirklich ruhig und sicher begangen werden. Das ganze Begehen von den Hindernissen hat natürlich noch einen weiteren Aspekt. Denken Sie an Katastrophenhunde. Ein Teil von unseren Diensthunden werden ja auch zu Katastrophenhunden ausgebildet, die dann mit dem Schweizerischen Verein für Katastrophenhund in Zusammenarbeit mit der Rettungskette in Einsatz gehen. Auch für die ist natürlich ganz enorm wichtig, dass sie die Hindernisse begehen können. Das wird ja simuliert. Eigentlich die Örtlichkeit, wie man sie dann antreffen, werden die einzelnen Hindernisse simuliert, wie sie dort dann bei den eingestürzten Gebäuden anzutreffen sind. Der Batzen steckt mit seinem Hund nebst seiner Tätigkeit hier im Diensthundezentrum auch noch in der Ausbildung zum Katastrophenhund oder Katastrophenhundeführer, um dann auch dort seinen Hund noch können mal später einzusetzen. Sehr schön haben Sie gesehen, dass die ganze Geschichte eigentlich spielerisch sein soll, dass es nicht unter Zwang soll passieren, wie überhaupt alle arbeiten, dass man versuchen beim Hund möglichst die Freude können zu wecken für die Aufgaben, die wir ihm stellen. Führer und Hund sollen ja eine Einheit sein, eine echte Partnerschaft sollte da zum Tragen kommen. Er ist jetzt ihm auch behilflich beim Begehen von dieser steilen Stege. Wichtig ist ja, dass der Führer seinem Hund in kritischen Situationen hilft. Das ist nicht eine Schwäche vom Hund, sondern eine Stärke vom Team, dass sie ihre Aufgaben zusammen meistern.
Auch da immer wieder das Warten zwischen ihnen, das Beruhigen, absolute Beruhigen vom Hund. Wenn Sie denken, in Trümmersituationen ist es sehr wichtig, dass ich den Hund jederzeit zum Warten kann kommandieren, dass er nicht in kritische Situationen gerät, wo zusätzlich noch Trümmer einstürzen oder der Hund abstürzt, dass er also uns wartet. Wie Sie das jetzt beim Weitbrett ganz schön sehen, wie er wartet, wie das Brett langsam abkippt. Und jetzt macht er einen kleinen Fehler, er sollte das Brett auslaufen, er sollte nicht auf die Seite aus dem Weg springen. Darum macht der Patzen das nochmal, er versucht es nochmal mit seinem Hund und führt ihn jetzt vom Brett weg. Und sofort wieder die Freude, mit einer Aufgabe erfüllt, das Ganze hat Spass gemacht. Das Begehen von einem Engnis. Auch das ist wichtig, denken Sie an Täter, wo flüchtet, wenn wir ihn anrufen. Er soll stehen bleiben, flüchtet, über Hindernisse weggeht, dass wir ihn mit dem Hund verfolgen können. Das Arbeitsprogramm am Kurs für Diensthundeführer ist vom Morgen früh bis zum Abend reich befrachtet. 7 Polizisten sind da vollamtlich als Instruktoren mit der Ausbildung und Abrichtung beschäftigt. Es gibt Einsätze rund um die Uhr. Einmal ist immer einsatzbereit, zusammen mit einem Schutzhund und einem Drogensuchhund. Grundausbildung umfasst Übungen zur Unterordnung, Überwindung von Hindernissen, Fährtenarbeit, Anzeigenübungen in Gebäuden und im Wald, Durchsuchen von Gebäuden nach Personen und Gegenständen und so weiter. In praktischen Einsatzübungen werden Fährten und Revierarbeiten, Schutzdienst und das Durchsuchen von Gebäuden trainiert. Allgemeine Fragen rund um Kynologie werden in den Theoriestunden besprochen und selbstverständlich fehlt auch ein mit kniffligen Aufgaben gespickter Nachtdürk nicht. Die 3 drollige Schäferwelpen vom Zwinger vom Gereneck sind jetzt 6 Wochen alt und lernen im Spiel und umetollen miteinander und mit ihren Menschen ein gesundes, hündisches Sozialverhalten. Mit 12 bis 16 Wochen dann kommen sie zu ihrem künftigen Hundeführer, wo sie bis zur Ausbildung zum Polizeihund als Familienhund aufgezogen werden und ihre Pflegezeit voll dürfen ausleben. Auch nach der Ausbildung zum Diensthund darf der Hund abends nach der Arbeit mit seinem Führer heimgehen und lebt dort mit seiner Familie zusammen. Rund 85% von allen Diensthunden sind deutsche Schäferhunde. Sie sind von ihrer mittleren Körpergröße her und wegen ihrem dichten, kräftigen Fell und wegen ihrer Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit für die Aufgaben prädestiniert. Rottweiler und deutsche Boxer werden ebenfalls zur Ausbildung als Schutzhund beizogen und ab und zu auch der Riesenschnauzer und der Dobermann. Zum Dienst als Drogensuchhund eignet sich Cocker Spaniel, Labrador und Flat-Coated Retriever wegen ihrer Verspieltheit, Such- und Bringfreudigkeit ganz besonders. Mit dem Schlussbild, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir Ihnen zeigen, dass auch der voll ausgebildete Diensthund privat und daheim durchaus ein ganz angenehmer Kollege und Familienhund kann sein. Kelly, wir danken auch dir fürs Mitmachen.